Nehmen wir mal an, wir wollen jetzt einen anderen Classifier in SKLearn benutzen. Ja? Zum Beispiel haben Sie auf der letzten Party gehört, Support-Vector-Maschinen sind gerade total hip. Ja? Sind sie aber gerade gar nicht mehr so sehr. Aber die sind trotzdem super. Was machen Sie dann? Sie gehen nach Hause und sagen, das baue ich sofort in mein Programm ein. Ich benutze Support-Vector-Maschinen. Ja, das heißt, Sie machen in den entsprechenden Google-Anfrage Support-Vector-Maschinen. Da gibt es sogar Support-Vector-Classifier. Nehmen wir doch gleich das Richtige. Und siehe da, da gibt es also irgendwie eine Untertoolbox mit dem Namen SVM und dann gibt es so ein großgeschriebenes SVC. Klicken wir das mal an, vielleicht verstehen wir ja gleich, wie es geht. Zunächst mal freuen wir uns hier, diese tausende Argumente haben alle einen Default-Wert. Ja? Default-Werte freuen wir uns drüber, weil das können wir dann erstmal ignorieren. Wir nehmen einfach die Default-Werte und spielen damit rum. Ja? Und wenn wir dann nochmal ins Detail gehen wollen, dann können wir damit die Parameter noch genauer einstellen. So, und jetzt müssen wir uns wieder angucken, wie das geht. Idealerweise gibt es hier irgendwo ein Beispiel. Boah, da gibt es ein Beispiel. Hier wird es importiert, prima. Dann wird irgendwie so ein Classifier erzeugt, ja, und wieder so ähnlich wie bei dem K-Nearest Neighbor, wird da einfach nur was aufgerufen ohne Trainingsdaten. Das heißt, da wird einfach der rohe, ja, unbespielte, untrainierte Classifier erzeugt. Also ein Objekt, was wir anschließend benutzen können mit der Funktion fit. Boah, praktischerweise ist es der gleiche Name. Das ist natürlich super. Ja, das heißt also, wir können hoffentlich die gleichen Namen wie predict, score, fit benutzen, ja, aber jetzt mit einer Support-Vector-Maschine. Ja, und den Unterschied, was dann da passiert, der interessiert uns nicht. Das haben sich die Programmierer irgendwie überlegt, was damit passieren muss. Also wir sehen hier, wir erzeugen so ein Ding, dann fitten wir das Teil, ja, und anschließend können wir die Funktion predict benutzen. Prima, machen wir das einfach mal. Das heißt jetzt also, das Ding heißt SVC und wir können das Ding genauso importieren, also from sklearn.svm import SVC. Das ist also so eine Art Constructor, nennt sich das auch in der Programmierung, Constructor. Der konstruiert uns jetzt ein Objekt mit besonderen Eigenschaften, in diesem Fall ein Classifier, mit dem man also arbeiten kann. So, das ist also drin. Dann erzeugen wir uns so eine Support-Vector-Maschine, schreiben wir sie mal klein. Und wir haben gesehen, die Default-Argumente, alle Argumente haben Default-Werte. Das heißt, wir kümmern uns da gar nicht drum, um die Argumente. Wollen jetzt einfach mal so eine Standard-Support-Vector-Maschine benutzen. Dann machen wir wieder den Fit auf den Trainingsdaten. Und anschließend können wir diesen Predict-Step machen. Und eigentlich gefiel mir das ganz gut, dass man das zu Fuß macht, diesen Test. Ja, das war irgendwie, ja, das war nochmal, da vertraue ich dem Code nochmal mehr. Ja, weil jetzt mein Predictor wirklich nur die Bilder gesehen hat und nicht die Labels. Die Labels benutze nur ich hier, um dann auszurechnen, ob es gut war oder nicht. Gut. Und wenn wir das machen, gibt es eine invalid Syntax. Was haben wir denn falsch gemacht? Eine Klammer zu viel. Irgendwas haben wir jetzt hier falsch gemacht. Wir machen das nochmal langsamer. So, invalid Syntax immer noch. Klammer zu viel. So, jetzt aber. Okay, prima. Gut, hier gibt es irgendwie erstmal Sachen Future Warning. Ja, also Error sozusagen, da reagieren wir natürlich drauf. Auf Warnings, da reagieren wir nur drauf, wenn wir viel Zeit haben. Und auf Future Warnings, das verschieben wir in die Future. Okay? Das sind also Probleme, die wir irgendwann mal in der Zukunft haben werden, ja, wenn wir das jetzt so weiterhin so machen. Aber wir sind ja nur am Rumspielen. Ja? Das interessiert uns jetzt also noch nicht so sehr. Wenn Sie dann aber ein Programm schreiben, ja, was Sie dann Ihrer Doktormutter zeigen oder so, ja, dann sollten Sie natürlich sehen, dass diese Warnings raus sind. Dann ist es uncool, wenn man dann so Warnings drin hat. Ne? Aber wenn Sie nur mal rumspielen wollen, ja, dann ist es, die ignorieren das jetzt. Und was kriegen wir raus? Wir kriegen ja auch so ein Array raus mit Trues raus. Komischerweise, der oben war an der gleichen Stelle einer false. Das scheint also irgendwie einer zu sein, der irgendwie krumm liegt oder so. Wer weiß, ja. Der andere ist aber richtig. Toll. Support-Vector-Maschinen sind ja voll super. Ja, die sind besser scheinbar als die Nearest Neighbor, können wir jetzt hier schon dran sehen. Jetzt machen wir aber auch diese Zahl, wollen wir auch haben. Ah, und da sehe ich aber, was ich falsch gemacht habe. Wow, 0,98. Und jetzt können wir dann also sehen, aha, wenn ich das Ding einfach so off the shelf nehme, ja, einfach so aus dem Regal rausgenommen, und gestartet, ohne lange nachdenken, funktioniert die Support-Vector-Maschine scheinbar besser. Oh, cool. Also auf den Iris-Dataset würde ich jetzt dann als Doktorand oder so denken, ja, dann lassen wir das mit dem Nearest Neighbor, wir nehmen jetzt Support-Vector-Maschinen. Ist doch viel cooler. Ja? Also so leicht kann man jetzt hier den Classifier austauschen.
Bei dem Fit an dieser Stelle passieren aber ganz andere Sachen als bei dem Fit vom Nearest Neighbor. Beim Nearest Neighbor werden nur die Trainingspunkte alle abgespeichert. Bei der Support Vector Maschine wird ein Quadratic Optimization Problem gelöst. Da wird also richtig Mathematik betrieben. Da passiert ganz viel. Aber uns als Nutzer interessiert das gar nicht. Ja, ist natürlich spannend, da tiefer einzusteigen. Da müssen Sie die Vorlesung Machine Learning hören. Ja, aber jetzt, wenn man erstmal nur damit rumspielen will, so als Anwender, dann interessiert mich das nicht. Mich interessiert eigentlich auch nicht, was passiert, wenn ich aufs Gaspedal drücke. Ja, da will ich nur, dass mein Auto beschleunigt. Ja, wie es das macht, ist mir egal. Ja, ob das jetzt mit Elektromotor oder mit Verbrenner ist, ja gut, ist mir natürlich eigentlich auch alles nicht egal. Aber letztendlich die genaue Umsetzung der Technik, ja, die interessiert mich dann meistens nicht, sondern ich will einfach nur, dass es funktioniert. Und mit der gleichen Einstellung können Sie also hier rangehen. Ja. Insbesondere bedeutet das jetzt ja, wenn diese Toolbox so toll ist, dann schauen wir doch mal, ob wir noch einen Classifier. Hat jemand schon mal von irgendeinem Classifier gehört? Irgendeinen, den Sie vorschlagen? Gucken wir mal, ob der in SKLearn drin ist. Prototyp? Ja, das wäre sowas wie ein Durchschnitt. Bin ich mir nicht sicher, wie der jetzt genau heißt. Da würde man wahrscheinlich erst einen Clustering haben. Noch einen anderen? Haben Sie noch einen anderen? Keinen anderen. Also zum Beispiel Decision Trees oder Random Forests. Haben Sie schon mal Random Forests gehört? Alle nicht. Ist auch nicht schlimm. Nehmen wir mal die Decision Trees. So. Vorgehen genauso gleich wieder. Aber jetzt sind wir natürlich schon schlauer. Wir wissen jetzt, wir müssen uns gar nicht mehr um Fit und Score und so kümmern. Das ist immer gegeben. Wir müssen nur rauskriegen, wie lädt man das Ding rein und wie erzeugt man sich dann so ein Decision Tree. Und der Rest bleibt komplett gleich. Ja, schauen wir mal hier, Decision Tree, da gibt es ein Ding, Decision Tree Classifier, das ist doch genau das, was wir wollen. Und siehe da, da gibt es also sklearn.tree, so eine Sub Toolbox von SKLearn, und da gibt es diesen Decision Tree Classifier, wieder mit Unsummen von Parametern. Die interessieren uns alle nicht, uns interessiert uns eigentlich jetzt an dieser Stelle nur noch diese Zeile. Und den Rest machen wir mit Copy and Paste. Okay, schauen wir mal nach. Wir machen jetzt also hier, setzen wir das Ding jetzt hier durch vom SKLearn Import Decision Tree. So, und nennen wir das Ding mal Decision Tree DTC von mir aus. So. Decision Tree Classifier, jetzt haben wir das Ding definiert, prima, wir geben keine Parameter an und jetzt müssen wir hier irgendwie was, überall wo SVM steht, erzeugen wir jetzt, ersetzen wir das durch DTC Predict und zack, jetzt haben wir Decision Tree benutzt. Ja. Also es ist total einfach, weil halt sozusagen die Details alle versteckt sind hinter diesem Interface, was für alle Classifier gleich ist. Ja, es ist also wirklich total einfach, solche Sachen zu machen. Ich zeige Ihnen jetzt hier gerade Klassifikation. Klassifikation bedeutet, Sie haben irgendeinen Input, typischerweise einen Vektor oder sowas, mehrere Merkmale und heraus kommt eine Klasse. Eine von 10 oder eine von 3 oder eine von 26 Klassen, wenn es Buchstaben sind oder sowas. Das sind Classifier. Es gibt andere Probleme, da nennt sich das Regression. Und da schätzt man nicht eine Klasse, sondern eine andere Zahl. Zum Beispiel aus den Aktienkursen der letzten Wochen wollen Sie den Aktienkurs von übermorgen vorhersagen oder sowas. Das ist ein Regressionsproblem. Und genauso wie es jetzt diese ganzen Algorithmen meistens als Version Classifier gibt, gibt es diese ganzen Algorithmen meistens auch als Version Regression. Ja, zum Beispiel diese Support-Vector-Maschine, nehmen wir mal Support-Vector-Regression, gibt es natürlich auch in SKLearn. Klicken wir das mal an, aha, ungefähr der gleiche Aufruf, aber jetzt heißt das Ding nicht SVC, sondern SVR. Ja, und der Unterschied ist jetzt der, das ist jetzt ein Algorithmus nicht für ein Klassifikationsproblem, was wir bisher betrachtet haben, sondern für ein Regressionsproblem. Und so gibt es da eine ganze Reihe von so Problemklassen im maschinellen Lernen. Ja, und für jede Problemklasse gibt es so eine ganze Liste von Algorithmen, die man einfach alle ausprobieren kann. Okay? Natürlich gibt es dann auch schlaue Leute, die das nochmal weiter automatisieren. Es gibt dann natürlich Leute, die schreiben eine Toolbox, da wählen Sie gar keinen Classifier aus, sondern Sie geben dem einfach nur die Daten und dann werden irgendwie 30 verschiedene Classifier ausprobiert und am Ende kriegen Sie einfach den, der auf Ihren Daten am besten funktioniert hat. Ja, das kann man also alles wieder wegautomatisieren. Ich weiß nicht, ob das in SKLearn auch schon so automatisch ist, aber ist denkbar, dass das irgendwie jemand irgendwann einbauen kann. Ja. Also
Alle Sachen, wo man so denkt, so, das ist jetzt aber nervig, dass ich immer das Gleiche tippen muss, da wird es dann irgendwer geben, der das dann automatisiert. Ja, das ist also immer so. Auf diesem Slide ist das einfach zusammengefasst. Ja? Dass wenn ich also andere Classifier ausprobieren möchte in dieser Toolbox, ist es total einfach. Ich habe einen bestimmten Aufruf in meinen GNearest Classifier. Okay, da muss ich irgendwie noch so ein bisschen verstehen erstmal, dass ich mir damit so ein komisches Objekt erzeuge, ein unbeschriebenes Blatt, das dann trainiert wird mit diesem Aufruf der Funktion fit. Ja, da gehen also die Trainingsdaten ein und anschließend kann ich einen Score ausrechnen, entweder direkt mit der Funktion score oder ich benutze die Funktion predict und mache es zu Fuß. Okay? Wenn ich das verstanden habe, kann ich einfach diesen Konstruktor austauschen durch einen anderen Konstruktor. Ja, und benutze dann einen anderen Algorithmus. Okay, und muss mich da also nicht weiter drum kümmern. Natürlich, wenn Sie jetzt die letzten Prozente rauskitzeln wollen in Ihrem Problem, dann müssen Sie sich natürlich ein bisschen tiefergehend damit beschäftigen. Was sind denn hier diese Hyperparameter, die Parameter, an denen man noch so drehen kann? Da gibt es noch ganz viele Stellschrauben. Oder wie stellt man denn hier dieses K am besten ein oder sowas? Werde ich Ihnen gleich noch was zu sagen. Da gibt es natürlich in SK-Learn Mechanismen für, wie man das automatisiert machen kann. Ja? Wie man also die besten Parameter findet für sein Problem. Aber erstmal, um loszulegen, ja, kann man das so machen. Man muss sich da nicht tiefer reinfuchsen. Gut, hier ist eine Liste von verschiedenen Sachen, die es gibt. Gaussian Process Classification, Naive Bayes, Decision Trees, Random Forest und auch neuronale Netze. Ja, die sind da auch eingebaut in dieser Toolbox. Und ja, letztendlich, aber wir haben die Zeit, wir können es ja zum Spaß mal machen. Wie kompliziert ist das denn? Ja, wie kompliziert ist denn Deep Learning? Ja, und die Toolbox ist gut gemacht. Ja, das heißt, es gibt einen Konstruktor für ein neuronales Netz, den rufen Sie auf und dann machen Sie Fit und Score. Das ist alles. Wir schauen mal, ob es wirklich stimmt. Neural Network, SKLearn. So, Multilayer Perceptron, aha, okay, das ist schon mal so eine Variante davon. Prima. Ja, das sieht irgendwie aus wie ein neuronales Netz, falls Sie sowas schon mal gesehen haben, so ganz viele Knoten und Pfeile und so. Ein bisschen kompliziert. Uns interessiert hier die Mathe überhaupt nicht jetzt. Wir wollen nur wissen, wie man das Ding benutzt. Und da sehen wir hier wieder unseren Aufruf, den wir copy-pasten müssen. Da bekommen wir also den Konstruktor geliefert. Aus der Subtoolbox Neural Network. Okay, prima. Da, ups, das müssen wir hier reinkopieren. Ja, der ist also da. Jetzt können wir also unser MLP definieren, einfach mit diesem Classifier. Und wir sind mal mutig, mal gucken, ob das klappt. Wir geben nichts an. Okay? Und hoffen mal, dass der gute Default-Parameter hat. Den Rest hier, den machen wir Copy-Paste. Ja, da haben wir das hier noch vergessen, müssen wir natürlich ändern auf MLP. MLP. Und jetzt schauen wir, was passiert. Aha, wir bekommen eine Convergence Warning. Wie gesagt, Warnings, naja, okay, kann man eigentlich ignorieren, aber Convergence Warning ist jetzt irgendwie so ein bisschen was anderes. Schauen wir mal genauer, was da passiert. Da steht, dass die Optimierung hat noch nicht konvergiert. Ja, konvergiert, das ist auch so ein Mathewort. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was es heißt. Das heißt einfach nur, es gibt noch keine stabile Lösung. Ja, das Ding ist eine Weile gelaufen. Ja, der hat irgendwie trainiert auf den Daten, hat aber noch keine stabile Lösung gefunden. Das heißt, wir sollten also ein bisschen vorsichtig sein mit dem Resultat. Es kann sein, dass wenn man das Ding länger trainiert, wahrscheinlich gibt es hier einen Parameter, den wir einstellen können, wo man sagen kann, wie viele Iterationen soll denn trainiert werden? Hier steht 200 und hier gibt es bestimmte Parameter, wo man dann sagt, ja, die maximale Anzahl der Iterationen soll 400 sein, die man da einstellen kann. Ja? Aber wir sind am Ende eigentlich ganz glücklich, wir kriegen 0,98. raus. Also 98% ist richtig. Und damit haben wir jetzt ein neuronales Netz trainiert. Ja, und ein neuronales Netz, das ist Deep Learning. Ja, das ist also genau das Gleiche. Ja. Das ist natürlich jetzt hier nicht besonders deep. Ja, das ist also eher ein relativ kleines Netzwerk. Es gibt natürlich viel größere Netzwerke, aber es gibt ja auch viel kompliziertere Probleme. Wir sehen ja hier, dass fast alle Classifier, die wir auf diese Iris-Dataset loslassen, dass sie fast perfekt funktionieren, dass diese Dataset eigentlich relativ einfach zu klassifizieren ist. Ja. Oder botanisch ausgedrückt, diese vier Merkmale, die wir da mit dem Zentimetermaß gemessen haben, die sind total charakteristisch für diese drei Sorten. Ja. Das ist also
Eine Umformulierung davon, dass man mit einer automatischen Maschine die Dinger total cool klassifizieren kann. Ja, das ist also das Gleiche, als zu sagen, diese vier Merkmale sind einfach die relevanten Zahlen. Jetzt könnte man halt als Botaniker, würde man jetzt fragen, was passiert denn, wenn ich die Pitel längst weglasse? Ich nehme nur noch drei Merkmale, sind die auch noch gut? Oder nur noch zwei Merkmale oder nur noch ein Merkmal? Das heißt, da kann man dann jetzt forschen, ja, und da schreibt man dann seine Dissertation drüber. Und dann kommt da raus, alle vier sind wichtig oder sowas. Ja? Ich weiß nicht, ob man dafür einen Doktor kriegt, aber vielleicht hätte man da vor 100 Jahren einen für gekriegt. Gut, das heißt, jetzt haben wir mit MLP, gut, ein bisschen neugierig bin ich ja doch, was es da so für Parameter gibt. Schauen wir mal. Ah ja, hier gibt es auch wieder so ein Random State, da gibt es irgendwie einen Solver, whatever. Dann gibt es einen Hidden Layer Size. Ah, das ist das mit diesen Schichten, ja, da kann ich also die Architektur angeben. Da kann ich also sagen, der Input, das sind meine vier Features, ja, danach sind irgendwie 10 Nodes, das wird wieder weiterverarbeitet zu 5 und so weiter und so fort. Und am Ende kommt dann raus, welche Klasse das ist. Das schauen wir uns aber beim nächsten Mal an. Ja, beim nächsten Mal lautet das Thema Deep Learning. Ja, da werden wir uns also neuronale Netze ein bisschen genauer anschauen. Gut, hier sind nochmal mehr. Jetzt bin ich ja doch neugierig, ob es hier nicht auch irgendwo diese 200 gibt. Da, Max Iter 200. Da ist also irgendwie scheinbar ein Default-Argument, womit man einstellen kann, wie lang das Ding iteriert. Dann lassen wir das Ding doch einfach mal 1000 Schritte iterieren und schauen mal, ob er jetzt konvergiert. Okay? Und dann werden wir die Warning halt los. Und siehe da, jetzt ist alles gut. Aber dann wollen wir natürlich jetzt, sportlich, reichen noch 400? Ne? 400 reichen noch nicht. 800 reichen. Das lassen wir jetzt so. Und jetzt ist die Warning weg und das gibt uns irgendwie ein gutes Gefühl. Weil wir dann sagen, wir haben diesen Classifier jetzt auch richtig benutzt. Ja, wenn dann eine Warning kommt, dann ist irgendwie so ein bisschen so, der User weiß wohl nicht so richtig, was er tut da. Weil irgendwie passiert da was, was nicht passieren sollte. Ja, und das haben wir jetzt also damit überwunden. Okay, das Ding ist jetzt konvergiert und besser wird es nicht, selbst wenn wir es länger laufen lassen. Gut, soweit so gut. Gehen wir zurück. Gibt also eine ganze lange Liste von Classifiern in sklearn. Und die sind alle unheimlich einfach zu benutzen. Ja? Das Resultat von dieser einfachen Benutzbarkeit ist, dass man dann in Informatik keine Bachelorarbeit mehr schreiben kann, wo man ein Dataset kriegt und verschiedene Classifier ausprobiert. Ja? Weil das einfach ein Zehnzeiler ist in sklearn. Ja, das ist also praktisch zu einfach geworden. Ja, vor 10 Jahren wäre das noch eine Hammer-Bachelorarbeit gewesen, ja, eine Support-Vektormaschine anzuwenden, die selber zu programmieren und so weiter und so fort. Jetzt ist es irgendwie, das ist ein Funktionsaufruf, ne? Das ist langweilig. Da muss man mehr machen. Ja? Das ist also dann das Resultat davon, wenn es solche Libraries gibt. Hier zum Beispiel habe ich mal so eine Loop geschrieben. Hier werden ganz viele Classifier reingeladen, ja, immer die Konstruktoren. Die werden jetzt hier in so eine Liste reingepackt. Das ist so eine Classifier-Liste, nenne ich die. Ist einfach eine Liste, wo immer so ein Paar ist. Und zwar ein Name und ein Classifier, den ich erzeuge. Das sind ja Objekte, das heißt, ich kann noch eine Liste von solchen Objekten machen. Und ich mache jetzt einfach eine Liste von solchen Classifiern. Und dann mache ich hier unten eine For-Loop, die praktisch über diese Liste drüber geht und rufe diese Dinge alle generisch auf mit Fit und mit Score. Okay? Und wenn ich das mache, habe ich also jetzt, indem ich diese Zelle ausführe, bekomme ich direkt mit einem Return einen Vergleich von diesen ganzen Classifiern auf meinen Iris-Dataset. Ja? Das heißt also, man kann da das immer wieder weiter abstrahieren und skripten, sodass man diese Schritte nicht von Hand machen muss. Gut, soweit so gut. Das sind so die Basics, wenn man so will. Ja? Der Nearest Neighbor Classifier sollte Ihnen am Anfang erstmal zeigen, ja, wieso ist es denn prinzipiell möglich, dass eine Maschine das kann. Ja? Und wenn man Distanzen ausrechnen kann, weil man den Satz des Pythagoras kennt, ja, dann weiß man, dass man irgendwie eine Formel hinschreiben kann, um automatisiert Abstände zwischen Datenpunkten auszurechnen. Und wenn man Abstände ausrechnen kann, ja, dann kann man auch definieren, was es heißt, ein Nachbar zu sein oder ein nächster Nachbar zu sein. Und wenn man das alles programmieren kann, ja, dann kann man damit also auch einen Classifier programmieren, der genau diese Idee umsetzt. Okay? Die anderen Decision Trees, Naive Bayes, Neural Networks, Ensemble Methoden und was weiß ich alles, die sind nochmal viel komplizierter. Da steckt viel Mathematik hinter. Ja, das sieht man an dem Wort Gauss auch hier. Ne? Da steckt Mathe hinter. Da ist also Theorie bei. Die fallen nicht vom Himmel, diese Teile. Ja, das ist also die Forschung der letzten 20 Jahre. Ja. Aber in so einer Toolbox kann man sie einfach benutzen, ohne die Details zu verstehen. Das ist das Schöne.